Was für ein Glück. In Obereisenheim gibt es sogar einen Dorfladen und ich muss noch ein paar Sachen einkaufen. Ich gehe jetzt einfach mal rein und nutze die Gelegenheit. Hallo Simone. Hallo Marco. Kommst mir ja ganz gelegen, du. Meine Frau hat gesagt, wenn du in Obereisenheim bist, unbedingt im Dorfladen vorbeischauen. Sie hat mir eine Einkaufsliste geschrieben. Wir kriegen heute Abend noch Gäste. Und sie hat gesagt, ich soll auf alle Fälle was Regionales mitbringen. Schön. Und da dachte ich, da schaue ich doch glatt bei dir vorbei. Hast du Zeit, mir ein bisschen? Ich habe Zeit. Ich muss nur kurz auf die Terrasse noch einen Kaffee bringen. Wenn du kurz mitgehst, dann... Dann gehe ich kurz mit. Ich nehme den Korb mit. Dann gehen wir doch da gleich mal. Genau. So, jetzt sehe ich auch mal euer Kaffee. Ja. Da war ich ja noch gar nicht. Okay. Das heißt, hier kann man es sich ganz gemütlich machen. Genau. Herbst, Winter. Oder wenn es so heiß ist, sitzen auch manche gern drin. Ja. Und wir haben auch eine wunderschöne Terrasse. Okay, dann gehen wir doch mal raus. So, noch ein Kaffee. Frühstücksgäste. Oh, jawohl. Bietet ihr 6 Tage die Woche Frühstück an? Ja. Immer wenn offen Montag ist, kann man Samstag auch frühstücken. Kann man frühstücken. Ja. Ja. Und? Alles gut? Schmeckt? Wunder, ja, wie man sieht. So ja. Perfekt. Perfekt. Also hier treffen sich ja auch die Einheimischen. Ja, Einheimische. Kinder, Erwachsene, ganz Kleine. Jeder, der Lust hat. Jeder, der genau. Lust hat. Dann viel Spaß noch. Gell? Dankeschön. Du kennst dich aus. Genau, pass auf, sie hat gesagt, Wein soll ich mitbringen auf alle Fälle. Ja. Genau, Wein. Ah. Bist du bei uns genau richtig? Wir haben nämlich ganz viele Weine von einheimischen Winzern. Okay. Also Eisenheimer Winzern, Ober- und Untereisenheim. Sind die dann bei euch auch Gesellschafter, wenn man ja, hier... Ja, alle, die bei uns verkaufen, sind auch Gesellschafter bei uns. Ja, genau. Gut. Dann nehme ich die Gäste kommen aus dem Norden, dann nehme ich doch einen Silvaner, ja. Das ist ja ganz sehr klassisch. Gute Wahl, und ja. Obereisenheim ist ja für Silvaner bekannt. Genau. Gell? Dann nehmen wir das doch gleich. Und sie hat was gesagt, ihr hättet auch so lecker Eis. Ich soll es zwar nicht mitnehmen, aber ich soll es mir mal anschauen. Ich zeig's dir gern. Ja? Da sind wir gerade vorbei. Und zwar ist es von den Eisheiligen aus der Rhön. Die machen alles ohne Quatsch, Hashtag ohne Quatsch, und zwar ohne Geschmacksverstärker und nur natürliche Zutaten. Okay. Es ist in Papier verpackt. Ja. Zum Beispiel Heueis schmeckt wirklich wie Wiese. Wie Wiese. Also wie Heu. Ja, ja. Aber es gibt auch die Klassiker, so Zitrone, genau. Vanille, Schokolade, ja. Stracciatella. Alles, was du möchtest. Und da kann ich auch, wenn ich hier in Obereisenheim bin, einfach mal vorbeikommen und kann genau, sagen, haben wir immer da. So auf die Hand. So ja. In die Richtung. Ist manchmal ausverkauft, weil es ja gut geht. Ja, na, ist ja umso besser für euch. Besser. Gell? Genau. Du, Kaffee steht noch drauf. Ja. Ja? Haben wir vorhin. Kaffee. Und im Endeffekt bekomme ich ja bei euch alles, was man so für den täglichen Bedarf benötigt. Gell? Alles, was du brauchst. Getränke gibt es auch. Lokales Bier sehe ich hier, genau. Und sonstige Getränke. Ah, und da ist der Kaffee. Der Kaffee, genau. Unser Dorfladenkaffee, den du auch hier im Kaffee trinken kannst. Den haben wir auch in unserer Maschine. Ist ein Bio-Kaffee. Okay. Fair Trade. Ja. Kommt aus der Rhön und hat sogar unser Logo. Ja, wunderbar. Perfekt. Ist ja super. Dann nehme ich den gleich mit. Und dann hat sie mir noch was draufgeschrieben. Ist ja auch für Obereisenheim klar. Steht tatsächlich drauf, Quitte Eisenheim. Ja. Also, ja. Ihr habt ja hier an der Mainschleife gibt es ja viele Quitten. Genau. Und ihr habt auch was in Sachen Quitte da. Wir haben auch ein Quittenprodukt, und zwar die Perlquitte. Das ist ein alkoholfreier Sekko. Okay. SAM steht für Soziales Agrarprojekt Mainschleife. Da werden alte Nutztierrassen kultiviert. Die ziehen ganz viele vergessene Pflanzen und ziehen daraus Samen. Okay. Und es ist unter anderem so ein Rückzugsort für Jugendliche, die dort wieder Fuß fassen können. Und die helfen dann da auf den Feldern, die verpacken die Sämereien. Also du tust, es schmeckt gut und du tust dir und dem Projekt was Gutes. Na, dann nehme ich doch eine Flasche mit. Und deinen Gästen. Siehst du, da habe ich heute Abend gleich eine Geschichte zu erzählen. Wunderbar. Ja. Gemüse hat sie auch noch. Das nehme ich dann nachher noch mit. Da habt ihr auch Regionales auf alle Fälle. Und dann haben wir, ach ja, genau, Käse steht noch drauf. Ja. Käse und Senf. Da bin ich ja gleich richtig, genau. Wir haben einen super Käse aus Oberschwarzach, Käserei Zehner. Ja. Die haben ganz verschiedene. Ich probiere doch mal den Halb. Das ist der halbfeste Schnittkäse. Da hätte 10 ich Monate da gerne gereift. Genau. Der Schlosskäse ist leider aus, der ist ein Jahr gereift. Ja, nee, dann nehme ich da ein Stück bitte, gute genau. Wahl.
So einen guten Zentimeter dick, bitte. Genau. Und dann nehme ich mir da noch einen Senf mit, der kommt ja auch aus fränkischen Gefilden. Genau, Ketschendorfer. Senf, der ist so ein bisschen süßlich, passt auch gut zum Käse. Auch gut zum Käse. Jawohl. Das ist ja hier alles auf einen Schlag. Brot habt ihr auch von heimischem Bäcker, das ist ja optimal von zu wissen. Bäcker Heinrich aus Wipfeld. Genau. Und wie ist es normalerweise dann bei euch? Wer kommt so zu euch zum Einkaufen? Also natürlich unsere Anteilszeichner, die unterstützen uns. Ganz viele Ober-Untereisenheimer, ja. Aber auch Leute aus der Region, Wipfeld, Schwanfeld und ganz viele Touristen, die hier am Wohnmobilstellplatz sind. Das heißt, man kauft 6 Tage die Woche bei euch ein, kann frühstücken, also da hat man ja und kann natürlich auch einen kleinen Mittagssnack machen. Genau. Also da hat man alle Möglichkeiten. Ja. Ja. Alles, was das Herz begehrt. Simone, du hast mir sehr geholfen. Vielen herzlichen Dank. Gerne, sehr vielen und Dank für die kleine Führung durch den Laden. Freue ich mich natürlich sehr drüber. Und dann kriegst du noch Geld von mir. Und ich sage Dankeschön und wünsche euch ganz viel Spaß weiterhin. Vielen Dank. Ich habe ein bisschen was eingekauft für heute Abend.